Guten Morgen, ihr Hübschen. So, wir haben heute Dienstag. Heute ist der 16. Februar. Wir haben Portaltag. Schnee draußen. Ein Zeichen von Stillstand. Es wird noch etwas kurz eingefroren. Ja. Was möchte ich sagen? Was möchte ich sagen? Hochdeutsch, Mundart, ganz egal. Was möchte ich sagen? Und zwar möchte ich sagen, wir sind in einer ganz besonderen Zeit. Und die Corona-Maßnahmen, die sind ein Wahnsinn. Es nimmt kein Ende. Wir werden bald wieder die Geschäfte schließen. Man hört es in den Nachrichten. Es ist schon. Ja, krass, wie die Regierung alles minimiert und zu Fall bringt. Das ist auch das Ziel. Viele Leute stehen noch eben nicht auf, werden nicht munter und wollen sich ihre eigenen Themen nicht anschauen, weil alles, was im Außen geschieht, im Zerfall, sind die Themen von innen. Und da sind eben viele Geldthemen. Ich habe es in einem Video schon einmal beschrieben in meiner Gruppe Zeige dich auf Facebook. Unser Innerstes, unsere Prägungen von den Ahnen, von unseren Eltern, Großeltern, wie gesagt, die tragen alle wir in uns. Und es wird Zeit, wir haben die Chance, das aufzulösen, damit sie jetzt alles tragen. Und ja, anscheinend ist das die Leute alle wurscht. Ich finde das irgendwo schade. Es gibt viele, die was auf dem Weg sind. Es gibt viele, ich sehe es auf YouTube, ne? Es lassen sich ganz viele eben die Karten legen. Karten legen alleine reicht nicht. Ich sage, mit Karten alleine kannst du nicht immer irgendwas auflösen. Es gehört einfach innere Kindarbeit gemacht und bei sich selbst reflektiert. Was wiederhole ich von meiner Mutter, was wiederhole ich von meinem Vater, wie sind die aufgewachsen, wie sind die erzogen worden. Und ja, und da zum Beispiel für solche Themen gibt es bestimmte Symbole aus höheren Dimensionen, die was ja schon seit 2002 herunten gibt. Und ich arbeite seit 2001 damit. Meinen Symbolen und mit Symbolen aus der Kältezeit und so, aus Büchern. Und wie die dann runtergekommen sind, die habe ich entdeckt, die freien Energien und arbeite mit denen. Und ich verarbeite diese Energien zum Beispiel in meinen Aromasprays. Ja. Und die Schwingung dieser Symbole sind da drinnen, kombiniert mit bestimmten Düften, die zur Eigenschaft, Kern und zur Wirkung vom Symbol, sowohl auch von den Düften von der Pflanze her. Und das macht das gewisse etwas aus. Und natürlich noch zwei, drei Sachen, die ich hier nicht verrate, die da auch drinnen sind. Und ja, und das führt eigentlich dazu, dass es die eigene Anhebung unterstützt, das Bewusstsein öffnet, wenn man es regelmäßig anwendet. Das ist wie Homöopathie. Wenn ich Globuli nehme und ich bespiele die, ist klar, dann ist die Schwingung da drauf. Und wenn man es dann einnimmt, ja, dann ist die Wirkung da. Und genauso ist es bei meiner Aromatherapie. Also ich habe einiges davon. Und ich stelle die auch individuell her, aber dann mit kein Etikett, sondern handbemalt, weil es nämlich dann die doppelte und dreifache Wirkung hat. Und ja, es ist einfach eine Leidenschaft von mir, also wie eben auch mit Symbolen zu arbeiten. Ich habe erst selber Ding gemacht, also ein wie soll ich sagen, ein Transformationsset habe ich gemacht.
und es ist noch nicht ganz fertig. Das soll unterstützen, zum Beispiel Kinder, wenn sie eine Karte ziehen, dass man weiß als Elternteil, wie fühlt sich das Kind gerade, wo steht es gerade und was kann man tun. Es ist ganz wichtig, ja, weil unsere Kleinen gehören gefördert und nicht unterdrückt oder sonst irgendwas. Man sieht es auch in der Schule auf der einen Seite, ja, es gibt Eltern, die beschweren sich, auf der anderen Seite sage ich, ja, es ist einfach, bei den Schamanen hat es auch keine Schule gegeben zum Beispiel. Ne? Die Kinder sollten ja frei lernen. Die Kinder sollten im Zyklus mit der Natur schwingen und selber kreativ werden. Die Kreativität, die Ideen, die was haben, die sollten sie ja selber ausprobieren dürfen, ne? So wie wir früher. Und ja, und warum nicht? Also da brauche ich eine Schule nicht dafür. Weil ich sage, es gibt Kinder, die haben andere Talente und ja, Pädagogen. Ich bin für eine freie Schule. Eine freie Schule mit Pädagogen zum Beispiel, die dafür geschult sind, die offen sind für dies, die jeder die eigenen Talente haben und Fähigkeiten auch. In ihrem Bereich, ist wurscht, ob das jetzt mit Holz ist, mit Natur, Bäume, Pflanzen, Metall, Computer oder sonst was. Und wenn man sieht und fühlt und merkt, dass das Kind eben dort eine bestimmte Begabung hat, dann sollte es man in diesem Bereich fördern. Und nicht zu Dingen zwingen, die was nicht wichtig sind. Und der Ausgleich eben durch Sport, durch viel frische Luft und Meditation. Es gehören immer zwei Sachen dazu. Man kann nicht nur sporteln, sondern den Druck abbauen, sondern es ist auch gut zu entspannen und da eine Balance zu schaffen. Okay? Und das wird auch kommen. Das wird auch kommen. Und wie gesagt, wir sind im Wassermann-Zeitalter, das ist Luftepoche. Es werden die Häuser anders gebaut, es geht mehr in die Luft, alles mehr in die Höhe, es ist leichtig, luftig, frei, freischaffend. Da kommen ganz viele Ideen und diese Ideen wollen umgesetzt werden, damit man andere Leute unterstützt und ich mache das zum Beispiel. Und es interessiert mich nicht, das möchte ich auch dazu sagen, wann sie wer das Video anschaut und er glaubt nicht dran oder es interessiert ihn nicht, er muss nicht werten und urteilen. Es hat jeder seinen Bereich. Ich tue das auch nicht, das soll ja jeder tun und lassen, was er möchte. Aber schimpfen oder Leute niedermachen oder sonst irgendwas, nur weil ich nicht daran glaube oder weil ich mit dem noch nie irgendwie konform gegangen bin oder noch nie irgendwas versucht habe, heißt noch lange nicht, dass diese Arbeit nichts wert ist. Okay? Also, dann seid ihr eh nicht in Resonanz mit diesem Video. Dann schaut euch auch das Video an, vielleicht kann euch dies weiterhelfen. Und ja, ich mag das auf alle Fälle nicht. Das mag keiner. Und wir, die so lange im Verborgenen waren, wird Zeit, dass wir sichtbar werden, dass wir mal ins Licht treten. Ja, und ich trete ins Licht, ich bin da, juhu. Und ich habe viele Fähigkeiten. Und ich lese Botschaften und ich sehe und fühle sie und ich mache Handauflegung, Fernheilung, ich mache Besetzung auflösen, ich mache Wohnraumharmonisierungen. Dadurch kann ich bei einem Haus zum Beispiel unterirdisch die Verwerfungen und die Kreuzungen umlenken. Das mache ich. Ja, das kann ich. Diese Fähigkeit habe und zu dem stehe, es ist so. Und wer nicht daran glaubt oder was, das ist lassen. Ich sehe auch, wenn wir am Brunnen graben möchte, also wie viel Meter Tiefe oder Norden, Süden, Osten, Westen, ich kann das ganz genau sagen. Aus der Ferne, ich muss nicht anwesend sein. Und ja, es sind so Dinge. Die gehören einfach gesagt. Ja. Was möchte ich noch sagen? Ja, ich habe ein Gesamtpaket erstellt. Und
für die setze ich mich jetzt eigentlich recht ein, weil das ist nämlich für die Leute, die was nur 3D-Welt sind. Also die so langsam merken, dass da wirklich mehr, dass da mehr gibt und mehr zusammenhängt, auf dem Universum her. Und ja, und da habe ich Symbole gemacht und einen Reinigungsspray. Und das ist ein kleines Paket, eine kleine Schachtel. Und da ist eine Anleitung drinnen. Es sind 3 Symbole, die extrem wirksam sind. Und zusätzlich, also noch 2 Symbole geschenkt, sind gratis dabei, die auch extrem wirksam sind. Eben gegen Erdstrahlen, gerade für Wohnungen. In der Stadt ist es meistens so, dass die Wohnungen irgendwie auch kleiner gebaut sind und man kann irgendwie nicht aus mit den Betten und den Kästen. Oder es ist jemand alleine, eine ältere Dame vielleicht oder ein Herr und ja, der kann keine Möbel rücken. Oder vielleicht keine Angehörigen nicht. Und dann kann man das Symbol sehr wohl unter das Bett legen zum Beispiel oder unter den Kopf. Und dann dreht sich die Energie. Es ist aktiviert, man braucht es nur verwenden. Ja. Und dieses Gesamtpaket gibt es bei mir zu kaufen. Es ist sehr günstig, muss ich auch sagen, obwohl sehr viel Energie drinnen steckt und Zeit. Aber naja, es ist um 50 Euro zu haben, inklusive Versand. Also wenn sie es ja privat abholen möchte, auch kein Problem. Bitte vorher anmelden, anrufen oder eben schreiben. Schreiben bitte über meine Homepage www.gabriele-pichler.jimdo.com. Und da gibt es das Kontaktformular und da kommt alles wirklich gesammelt zu mir rein. Dann kann ich das auch dementsprechend bearbeiten. Wer, wie gesagt, sich da durchbeschnüffeln möchte durch meine Aromatherapie und eine Bestellung haben möchte oder ja, Bestellung machen möchte oder eben sich einen Duft aussucht, weil er ein bestimmtes Thema lösen möchte, kann sie gerne bei mir einen Termin vereinbaren, vorbeikommen und dann schauen wir mal, was derjenige braucht. Ja, ich zeige euch mal so jetzt kurz so ein Paket, das ist in so einer Schachtel drinnen. Es gibt unterschiedliche Größen und sieht dann so innen aus. Es ist eine Visitenkarte von mir dabei. Also im Kindergarten sind es recht beliebte Symbole. Da habe ich schon einige verkauft. Und ja, ich bin einfach, wie soll ich sagen, es ist mir ein Anliegen. Es ist mir wirklich ein Anliegen, euch zu unterstützen, euch dabei zu helfen, euren Weg zu finden, mit den Symbolen und den Sprays eure Themen leichter zu lösen, weil das kann nur jeder für sich selbst tun. Man kann immer nur ein Richtungswegweiser sein, aber so richtig psychische Themen auflösen, nein. Und ja, wer das in Anspruch nehmen möchte, ich würde mich echt sehr freuen. Und wer nicht, auch recht. Es liegt in jedem in seiner Hand, dann ist auch vielleicht der Zeitpunkt noch nicht so da. Wie gesagt, es tut sich viel, es tut sich sehr schnell viel. Es ist Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Die Angst wird immer größer, die Zeit löst sich auf. Es wird Zeit, Entscheidungen zu treffen. Und ja, und es wird Zeit zu unterstützen und Unterstützung anzunehmen. Oft ist da der innere Schweinehund, der einfach sagt, nein, die kenne ich nicht, die ist mir nicht sympathisch oder sonst irgendwas, aber naja,
wenn es nur daran liegt. Ich bin einfach ein großer Michel, ich bin sehr direkt, ich sprich das Thema gleich an, so ist es. Und es gibt auch Menschen, die das brauchen. Ich bin für manche vielleicht ein Trigger, es kann auch möglich sein und darum ging es mir dann nicht. Und es ist immer so dann das, wo man reflektieren darf, was ist da in mir? Was ist da in mir, dass mich das so anspricht, dass ich da krantig bin oder dass mir die Frau nicht zu Gesicht steht? Oder da kommt man selber oft mit was nicht klar. Da hat man selber ein Thema und das zu reflektieren, das schadet auch nicht. Gell? Und ja, es ist eine Aufgabe von mir zusätzlich. Also ich habe viele Aufgaben da herunten und ja, es ist eben so. Aber ich freue mich, wenn ich euch damit helfen kann. So. Das wäre es gewesen, zum einen Mal. Ich hoffe, es nehmt meine Hilfe an. Ich würde mich echt sehr freuen. Bitte meldet euch. Es ist dringend, der Hut brennt. Es ist unsere Freiheit in Gefahr. Und je mehr Menschen erwachen und sich ihren Themen bewusst stellen und bewusst auflösen, umso schneller geht auch dieser Wandel vollstatten. Okay? Passt. Dann, ich habe euch ganz viel lieb und ja, ich freue mich, wenn ihr euch meldet oder das Video teilt. Bitte teilen, ganz wichtig. Ich würde mich echt freuen, wenn ihr das Video teilt. Ja, weil es gibt so viele Leute, die unterschiedlich arbeiten und ja, da gehöre halt ja dazu. Bitte danke. Dann noch einen schönen Dienstag. Einen schönen Portaltag, macht es gut. Tschüss, pfiat euch.